Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Herzlich willkommen zum dritten Spieltag der Gruppe C zwischen Nordirland und Deutschland. Zeitgleich spielen die Polen gegen die Ukraine. Nordirland ja mit 3 Punkten haben gegen die Ukraine gewonnen. Deutschland mit 4 Punkten, ein Unentschieden gegen Polen sowie der Sieg gegen die Ukraine. Im letzten Spieltag spielen sie dann hier gegen Nordirland. Und da muss auch nach Möglichkeit ein Sieg her. Beim Unentschieden wäre zumindest das Erreichen der nächsten Runde auch safe. Aber man will natürlich den Sieg. Und jetzt kommen wir erstmal zu den Nationalhymnen. Zuerst die von Nordirland. Folgt die von Deutschland. So, kommen wir zu der Mannschaftsaufstellung. Zuerst auch da die von Nordirland. McGovern, McLaughlin, Evans, McCauley, Cathcart, Dallas, Davis, McNair, Norwood, Washington und Lafferty. Nordirland probiert sie mit einer Fünferkette. 5-3-2. Und dann folgt die von Deutschland nach den Handshakes. Neuer, Ginter, Mustafi, Hummels, Hector, Khedira, Gündogan, Müller, Reus, Özil und Götze vorne drin erneut. Löw traut sich da noch nicht, Gomez loszulassen. Ich kann es auch nicht verstehen, aber so ist es halt. Setzt da auf Mario Götze, aber bisher ist Götze eher zumindest in der Position enttäuschend. Ist aber auch nicht seine Position. Schiedsrichter ist Alexei Matijuin aus Russland. Da bin ich mal gespannt. Und die Nordiren mit dem Anstoß. Und der Ball rollt, das Spiel ist freigegeben, Nordirland hat den Ball. Wird jetzt natürlich alles daran setzen, heute im entscheidenden Gruppenspiel vielleicht sogar den Weltmeister zu besiegen. Das wäre natürlich eine Sensation, schon der Sieg gegen die Ukraine mehr oder weniger eine Sensation. Aber dann sowas, das ist natürlich dann noch besser. Aber die Deutschen werden natürlich alles daran setzen, ihrer Favoritenrolle hier heute in diesem Match gerecht zu werden. Und dann locker flockigen Sieg einzufahren. Aber jetzt erstmal Nordirland. Nordirland mit dem Schuss. Oh, da ist Manuel Neuer. Der muss direkt in der 6. Spielminute hier eingreifen. Das ist natürlich gar nicht gut, dass Neuer da so früh schon agieren muss. Hier sehen wir Müller im Fokus. Hat jetzt die letzten Spiele auch nicht so überragend gespielt, wie man es eigentlich von ihm kennt. Da ist man auch Besseres gewohnt, aber allgemein die deutsche Mannschaft noch nicht so richtig in Fahrt gekommen. Besonders gegen Polen hat man es halt gesehen. Da war nach vorne einfach nicht viel los. Jetzt hier Khedira mal. Aber was ist das für ein Pass? Ginter kann ihn dann quasi nur im Aus empfangen, den Pass. Das war natürlich nicht gut gemacht. Und jetzt die Nordiren wieder im Ballbesitz mit Evans auf McLaughlin, Davis. Am Ende muss man halt auch gucken, was Polen gegen die Ukraine macht. Sollte die Ukraine gewinnen gegen Polen und Deutschland gleichzeitig hier verlieren, dann kommt es natürlich auf das auf die Tordifferenz an. Wobei, nee, wenn Deutschland hier verliert, das geht nicht. Deutschland darf eigentlich gar nicht verlieren. Außer, okay, sie könnten dann Gruppenzweiter werden, dadurch, dass sie verlieren. Aber das wäre natürlich auch nicht so gut. Wobei die Tendenz teilweise schon zum Gruppenzweiten geht. Weil dann geht man Italien im Viertelfinale aus dem Weg, habe ich gelesen.
Dann bekommt man da zwar Spanien sehr wahrscheinlich, wenn die es weiter schaffen, aber die sind ja ihrer Favoritenrolle bisher eigentlich gerecht geworden. Aber dann geht man halt dem Überangstgegner Italien aus dem Weg. Das ist ja so, ich glaube, beim großen Turnier konnte man Italien gefühlt jedenfalls noch nie schlagen, jedenfalls nicht in den letzten 10 Jahren. Und ob sich das jetzt ändern wird, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich erinnere mich da mit Schrecken an die Heim-EM. Um nur mal eine Sache zu nennen. Stichwort Mario Balotelli. Oder war das die Heim-EM? WM? Nee, so alt ist er doch noch gar nicht, oder? War das 2010? Kann auch 2010 gewesen sein. Ich weiß es nicht. Aber jetzt erstmal, die Deutschen hier im Ballbesitz, kriegen ihn aber da direkt abgenommen. Kommen wir mal zurück zum Spiel. 24. Spielminute, immer noch 0:0 zwischen Nordirland und Deutschland. Die besseren Chancen bisher, eigentlich nur der eine Torschuss von Nordirland, deswegen Nordirland mit den besseren Chancen bisher. Da muss noch viel mehr von Deutschland ins Kommen. Löw muss da jetzt mal irgendwas Impulse setzen, vielleicht von der Außenlinie. Mal brüllen, was die Leute machen sollen. Mehr Pressing, mehr nach vorne. Man weiß es nicht. Irgendwas machen die ja falsch. Aber so wird es nicht besser. Hier sehen wir Pässe 92-97%. Die Passquote ist eigentlich ganz in Ordnung bei Deutschland. Mit 97%, also wenn nicht sogar überragend. Aber da ist halt bisher kein entscheidender Pass bei gewesen. Oder wie der ARD neuerdings sagen würde, beim Packing sehen die Werte wahrscheinlich noch nicht so gut aus. Deswegen muss man da natürlich jetzt mal was probieren. Vielleicht doch mal so ein Risikopass. Aber dafür ist irgendwie Kroos hier nicht auf dem Feld. Also ich weiß auch nicht, was der Bundestrainer sich dabei gedacht hat. Wobei natürlich der Kader eh nicht ganz stimmt, weil unter anderem Reus und Ginter dabei sind. Um nur mal 2 Namen zu nennen. Gündogan auch. 3 Namen, die sogar spielen. Oh Mann, oh Mann. Jetzt hier die Nordiren. Matt Davis, Lafferty, aber der bekommt den Ball nicht ganz. Aber trotzdem die Nordiren weiter im Ballbesitz. Mit Washington, Dallas. Die amerikanischen Städte spielen hier zusammen. Dallas wieder auf Washington. Washington im 16er. Auf Davis, wieder Washington. Jetzt muss auch mal der Schuss langsam kommen, vielleicht. Aber Washington traut sich da nicht wirklich. Flankt jetzt, der Ball kommt an! Aber dann können sie es klären. Gündogan war dazwischen. Und dann konnte Neuer den Ball problemlos aufnehmen. Und Götze gewinnt jetzt hier sogar ein Kopfballduell. Das kennt man ja von dem fast gar nicht. Und jetzt Reus. Auf Gündogan. Götze. Götze jetzt mal über außen. Spielt dann aber zurück zu Hector. Hector spielt bisher auch eine ganz solide EM eigentlich. Ich hätte da ja lieber Schmelzer gesehen. Aber Hector macht seinen Job da auch gut. Jetzt der Schuss aus der zweiten Reihe von Gündogan. Der da die Hände vorm Kopf zusammenschlägt, weiß natürlich selber, er kann es besser. Der Ball ging nämlich knapp am Tor vorbei. Und gleich ist schon Halbzeit und es steht hier noch 0:0. Das wäre natürlich gravierend. Da wird man nur den zweiten Platz sicher haben. Da kommt es dann halt auf das Ergebnis Polen gegen die Ukraine an. Wenn da die Ukraine gewinnt, überraschenderweise, dann wäre Deutschland mit 5 Punkten vorne. Ich weiß gar nicht, was hat Nordirland gegen Polen gemacht? Ich glaube, verloren. Ja, verloren haben die. Deswegen wäre dann auch Polen vor Nordirland, also Polen dann Gruppenzweiter. Aber naja, man will es, glaube ich, nicht drauf ankommen lassen. Wir werden in der zweiten Halbzeit sehen, ob man es drauf ankommen lässt oder ob man hier doch noch die Bude macht. Ich hoffe natürlich, gar keine Frage. Aber derzeit steht es halt noch 0:0 im dritten Gruppenspiel der Gruppe C. Am dritten Gruppenspieltag, nicht im dritten Gruppenspiel. Das ist das insgesamt 5. bzw. 6. Polen gegen Ukraine sind ja zeitgleich, deswegen weiß man jetzt nicht, welches Gruppenspiel zuerst ist. Eieiei.
Hier sehen wir nochmal ein paar Chancen. So viel war da ja nicht, eigentlich nur der Schuss hier, würde ich sagen. Mehr muss man gar nicht zeigen. Der war auch nicht ungefährlich da von Washington. Neuer konnte da parieren. Und hier sehen wir nochmal den Schuss von Gündogan, der am Tor vorbeiging. Den hätte ich jetzt sogar schon gar nicht mehr gezeigt. Aber aufgrund der Chancenarmut bisher muss man sowas halt auch als Regie mit reinnehmen. Bisher muss man ja die Lücken füllen. Ballbesitz, Nordirland vorne mit 55% zu 45%. Passgenauigkeit Nordirland hinten mit 94% zu 98%. Und wir gehen in die zweite Hälfte in der Hoffnung, es bessern sich zumindest die Tore. Jetzt kommt Toni Kroos auch rein für Sami Khedira. Löw hat jetzt eingesehen, dass man da mal einen braucht, der hohe Packing-Werte hat, will ich mal sagen. Also einen, der auch mal den tödlichen Pass spielt und der das auch öfter mal macht. Nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal, viermal, der die Leute da überspielt wie was weiß ich. Und so einen braucht man dann vielleicht mal. Jetzt hier Reus mit dem Einwurf. Hector. Groß bietet sich da direkt auch zentral an. Groß. Hier im Doppelpass, aber da hat's, ich glaube, Götze war es verkackt oder Özil, ich weiß es nicht. Hat sich hier jetzt aber den Ball auch zurückerobert. Jetzt Özil am Ball. Ich persönlich würde Özil ja gar nicht spielen lassen. Der ist ja in den Nationalmannschaftsspielen zu 90% schwach. Also da bin ich ganz ehrlich, da würde ich lieber... Wen haben wir denn da noch? Keine Ahnung. Irgendwen aufstellen, Götze zurückziehen und dafür dann Gomez vorne trennen, zum Beispiel, um nur mal eine Variante zu nennen, die mir so spontan in den Kopf kommt. Und nicht so eine Kacke da. So, Götze jetzt hier am Ball. Götze im 16. Oh, der Schuss abgewehrt vom McGovern, der den Ball da zur Ecke klären kann. Schön geschossen, aber auch gut gehalten. Der Keeper hat da gut aufgepasst. Aber jetzt die Ecke, Özil. Natürlich alle mit vorne. Aber keiner bekommt den Ball. Jetzt hier vielleicht die Nachschusschance. Groß mit dem Schuss, aber am Gehäuse vorbei. Langsam bekommen sie mehr Zug zum Tor, habe ich so das Gefühl. Jetzt schon zwei Halbchancen, wobei der Schuss schon eine richtige Chance war. Also eine richtige und das hier jetzt eine Halbchance. Der Schuss von Götze meinte ich mit richtiger Chance. Und ja, schauen wir mal, ob jetzt vielleicht noch mehr geht sogar. Die Deutschen wurden scheinbar heiß gemacht von Jogi Löw. Khedira wurde da als scheinbarer Fehlerteufel ausgemacht und ersetzt durch Toni Kroos. Wobei Löw natürlich sagen würde, es war keine Entscheidung gegen Khedira, es war eine für Kroos. Jetzt hier der Schuss von Irland, beziehungsweise von Nordirland, Entschuldigung. Und eieiei, das war gar nicht schlecht eigentlich. Der nächste Wechsel auch, den wir da zumindest vom Stadionsprecher angekündigt kriegen. Wir haben ihn jetzt noch nicht gesehen, weil wir hier die Wiederholung sehen. Ja, Evans kommt rein für McNair bei den Nordiren. In der 60. Spielminute dieser Wechsel. Eieiei. Oh, die Kopfballchance hier nach der Ecke. Aber auch da war Neuer wieder zur Stelle. Wurde jetzt insgesamt dreimal, glaube ich, geprüft, Manuel Neuer. Und dreimal sah er gut aus. Also alles in Ordnung noch. Hat uns ja teilweise auch schon gegen die Ukraine den Allerwertesten gerettet, wenn man das mal so sagen darf. Sonst hätte es vielleicht 1-1 oder sogar 2-1 für die Ukraine gestanden zwischenzeitlich. Gegen Polen weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das war so ein Grottenkick. Da habe ich fast alles schon wieder vergessen. Außer, dass Kuba gespielt hat. Und Piszczek. Und die gar nicht so schlecht waren zusammen. Also kann man sich vielleicht als Thomas Tuchel überlegen, Kuba zu behalten. Bin ich der Meinung. Und Miki vielleicht sogar noch verkaufen. Und dann auf die Talente zu setzen. Aber ist natürlich immer gefährlich. Jetzt erstmal die Nordiren mit Dallas. Dallas will den Ball in die Mitte bringen, schafft es da nicht ganz, bekommt aber die Ecke, weil Ginter da den Ball nicht vernünftig klärt. Matze Ginter kann da nur zur Ecke klären.
Und die wird jetzt ausgeführt. Davis wird den Ball in die Mitte bringen. Die Ecke davor war ja nicht ungefährlich. Davis, kurzer Pfosten. Da ist aber Ginter und klärt den Ball dann erstmal. Und jetzt vielleicht die Kontergelegenheit über Müller. Müller auf Götze. Der weiter zu Gündogan. Gündogan läuft jetzt ein bisschen. Oh! Das muss doch gelb geben. Taktisches Foul, Schiri. Taktisches Foul war das. Gündogan sagte auch, ey, was ist denn los? Der wischt mich voll. Das ist ein taktisches Foul. Gib doch mal die gelbe Karte. Aber der Schiri sagt, nein, nein, das passt schon. Lass stecken. Das passt schon. Also, dass es nicht gepasst hat, haben wir ja alle eigentlich gesehen. Nur natürlich der werte Herr Schiedsrichter nicht. Der hat zwar auf Foul entschieden, aber es war ein taktisches Foul, deswegen muss man eigentlich gelb geben. 19 Minuten hier noch auf der Uhr. Immer noch 0:0 zwischen Nordirland und Deutschland. Hier muss noch irgendwas passieren, Freunde. Irgendwas muss noch passieren. Ah, jetzt erobern die Deutschen wieder den Ball. Ich dachte kurz, einer der Nordiren könnte da durchlaufen. Das wäre nicht so schön gewesen. Und jetzt Reus auf Gündogan. Gündogan könnte jetzt flanken. Gündogan flankt. Da ist Götze. Oh. Leitet den Ball da eigentlich gut weiter per Kopf, aber da ist dann halt auch der Keeper der Nordiren und kann den Ball erstmal klären. Nennt sie rechts raus auf McLaughlin. Der hat ein bisschen Platz, aber Gündogan rennt da hinterher. Eieiei. Die Nordiren wissen natürlich auch, dass sie mit einem Unentschieden eher raus wären, außer Polen. Ne, Polen hat da Nordirland geschlagen. Die wären dann sehr wahrscheinlich raus, außer vielleicht als einer der vier besten Gruppendritten. Deswegen jetzt nochmal im 16. Oh, der geht an den Pfosten. Die beste Chance bisher. So von der Nähe zum Tor. Eieiei, der geht an den Pfosten. Und jetzt dieser Fehlpass hier. Jetzt kann es vielleicht schnell gehen für die Nordiren. Über Davis. Davis vorbei an Hector. Hector grätscht nochmal. Eieiei, und Hummels klärt da dann den Ball. Zur Ecke leider nur. Und jetzt der nächste Wechsel. Beide Nordiren. McKay kommt rein für Washington. Mr. McKay. Und auch Christoph Kramer für Ilkay Gündogan. Das ist ein positionsgetreuer Wechsel. Beide sind nämlich nicht nominiert. Okay, und beide spielen im defensiven Mittelfeld. Also so oder so positionsgetreu. Beide sind eigentlich gar nicht in Frankreich hier am Start. Auch wenn die großbritannischen Polizisten da unterstützen, wie wir gerade gesehen haben. Oh, jetzt die Chance! Oh! Eieiei. Also die besseren Chancen hat hier eigentlich ganz klar Nordirland. Bei den Deutschen erinnere ich mich da nur an den Götze-Schuss, der ganz gut war. Aber hier in Nordirland zwei, drei Chancen, wo man dachte, okay, der könnte reingehen. Die nordirischen Fans deswegen natürlich super drauf. Und die Deutschen eher nicht so. 5 Minuten sind hier noch auf der Uhr. Vielleicht geht ja noch was für Deutschland. Wird aber verdammt schwer auf jeden Fall. Dallas hier im Ballbesitz für die Nordiren. Cascard wieder auf Dallas. Cascard. Die lassen sich jetzt hier auch ein bisschen Zeit. Wollen die Deutschen natürlich herausfordern. Dass die natürlich nochmal nach vorne müssen. Ich kenne jetzt das Ergebnis vom Polen gegen Ukraine zum jetzigen Stand auch nicht. Von daher weiß ich nicht, ob Deutschland sich da vielleicht mit dem Unentschieden schon begnügen kann. Jetzt hier der nächste Wechsel. McGinnis kommt neu rein. McGinnis für Lafferty, der da mit seiner Auswechslung nicht ganz zufrieden scheint, so wie es aussieht. Aber gibt da nochmal Gas zur Außenlinie. Und dann ist auch der Wechsel erfolgt. 90. Spielminute jetzt schon angebrochen. Und der Einwurf ist freigegeben. Wirft jetzt erstmal weit nach hinten, so wie es aussieht. Ja, relativ weit. 3 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Wofür auch immer es die jetzt gibt, aber 3 Minuten gibt es noch für die deutsche Nationalmannschaft, hier ein Tor zu schießen.
Eieiei. Hector da. Vertändet den Ball so ein bisschen, finde ich. So wird das nix. Günther. Weiter auf Kramer. Der zu Mustafi. Mustafi mit der Flanke. Oh, weitergeleitet von Götze. Aber dann rausgehauen. Und der Schlusspfiff. Nordirland, Deutschland trennen sich. Ebenfalls laut der FIFA-Prognose 0:0. Ich denke zwar nicht, dass es dabei bleiben wird beim 0:0, aber es heißt abwarten und Tee trinken. Ihr könnt gerne eure Tipps in die Kommentare schreiben. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao!